Ja, hallo zum Service Mix Videokurs. Heute sehen wir zur Abwechslung mal in der Entwicklungsumgebung, weil wir heute eine Java Route schreiben, eine Camel Route mit Java, die wir dann auf dem Service Mix ausführen. Ja, aber keine Angst, das wird nicht zu komplex. Ich schaue, dass wir das allereinfachste Beispiel dafür machen und ja, das sehen wir auch hier schon auf dem Bildschirm. Ich habe hier nicht allzu viel in der Klasse hier. Das ist meine eigentliche Camel-Route. Wer mehr zu Camel wissen wollte, dem empfehle ich unbedingt den Camel-Kurs vom Tobias. Link blende ich euch ein. So, aber ja, zu verstehen gibt es hier eigentlich nicht viel. Wenn ich mir diese Route jetzt anschaue, da ist ein bisschen was außenrum. Das brauchen wir, damit man in Java eine Sprache realisieren können, so eine Custom- oder eine domain-spezifische Sprache. Hier die mein Problem beschreibt, die Integration. Alles außenrum ist nur Schnickschnack, damit das mit Java funktioniert. Und diese drei Zeilen sind relativ einfach. Also hier from file in, so wie wir das letztes Mal schon mit der XML-Route gemacht haben, lesen wir Dateien. Dann geben wir der Route noch einen Namen, die heißt file in. Und dann möchte ich die Nachricht einfach auf der Konsole ausgeben. Das ist schon alles, was diese Route machen soll. Es geht ja diesmal einfach nur darum, wie kriege ich das Ding im Service Mix zum Laufen. Was ist noch in meinem Projekt? Sieht ein bisschen komplexer aus, aber das Projekt besteht eigentlich nur aus drei Dateien. Ich habe die Consumer-Route, das ist ein Camel-Projekt, ein Camel-Maven-Projekt, natürlich Camel, aber an sich ist es ein Maven-Projekt, da ist auch eine POM drin. Aber zunächst werfen wir nochmal einen Blick auf diese Camel-Kontext, eine Spring-Beschreibung, eine Spring-Konfiguration, und in dieser Spring-Konfiguration beschreibe ich jetzt meinen Camel-Kontext. Nur dieses Mal beschreibe ich nicht die Route in XML hier drin, sondern ich sage, mach bitte einen Package-Scan und schau mal nach im package.de-Prädikat Camel. Da liegt vielleicht eine Klasse, die eine Route oder mehrere Klassen, die Routen enthalten, und start mal diese. Ja, das ist es schon. Was habe ich hier noch? Camel-Kontext-Bericht. Ja, können wir eigentlich lassen so, und das Tracing ist angeschaltet. Passt. So, die dritte Datei, das ist das POM, ganz normales Maven-POM. Ich gehe ans Ende, weil da ist das Interessante für OSGI. Das ist nicht nur für Camel, sondern für OSGI, ja, Projekte, Bundles und so weiter an sich. Verwende ich jetzt das Maven Bundle Plugin, das mir aus diesem Projekt ein Bundle erstellt, in dem es zu dem Char, das sowieso erzeugt werden würde, noch ein Manifest hinzufügt, und in dem Manifest wird das Bundle beschrieben. Hier beschreiben wir das mit dem Namen und der Description, die aus dem POM entnommen werden über Variablen. Und ich gebe jetzt einfach nur an, ein Import Package Stern. Das bedeutet, dass er alle Packages, die wir irgendwo importieren, wie beispielsweise hier Org Apache Camel Builder, dass er die ja importiert und das auch deklariert. Exportieren tun wir nichts, und das machen wir, indem dass wir einfach sagen, unser Package com Predicate, oh, stimmt ja gar nicht, ich muss es mal ändern, de-predicate.camel, das sollte nicht, ah, hier wieder die Completion. Das liebe ich einfach an IntelliJ. Der kann Completion sogar in der Maven-Konfiguration. So, das stimmt jetzt hier mit dem Package-Namen überein. Das heißt, wir wollen nicht, dass andere Bundles auf diese Klasse zugreifen können, auf dieses Package, und das haben wir so verhindert. Jetzt kann ich mal versuchen, das Ganze zu bauen mit einem Maven-Install. Build Success, das war's auch schon. Und ja, jetzt möchte ich mal ja, die Route einsetzen. Dazu muss ich mal einen kurzen Blick in POM werfen und mal gucken, wie das Ganze heißt. Es heißt DE-Bericht. Okay. Ich wechsle auf den Service Mix. Da machen wir hier ein bisschen aufräumen. MVN, nicht MVN, wir wollen installieren. Install. Pseudoprotokoll MVN DE Predicate slash Bericht. Hoppla. Jetzt haben wir es. Zack. Und
Er hat uns das Bundle installiert. Ich habe nichts rüber kopiert. Es ist jetzt einfach da über den ja, Artifact-ID und Group-ID vom Maven. Und ja, Maven-Anwender wissen schon, woher das Bundle kommt. Durch das Bauen mit Install habe ich das Bundle im lokalen Repository abgelegt und habe es da wieder herausgelesen. Ich könnte es natürlich auch auf ein ja, Remote-Repository legen und von dort laden. Und damit kann ich auch meine Software ganz gut verteilen auf meine Server. Das ist recht komfortabel. Okay, ich gucke mal die Liste der Bundles an und da sehe ich tatsächlich Install mein Bericht. Das Bundle läuft aber noch nicht, deswegen starte ich das mal mit Start und gucke jetzt nochmal nach. Okay, Bericht läuft, ist aktiv. Ich teste, ob die Route funktioniert. Ich nehme hier nochmal eine Datei, die License-Datei, werfe die ins Inverzeichnis, wechsle zu meinem Service-Mix und werfe einen Blick in das Log mit Display und tatsächlich, da kommt jetzt das License-File. Info, Core, Nachricht, Doppelpunkt und er gibt es hier aus. Ja, so viel mal zum Service Mix und zur Camel.